Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, heute geht es wieder um ein wichtiges Evangelium. Und zwar habe ich heute ein Video von Anselm Grün gesehen. Es geht ja um das Evangelium, in dem Jesus sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist ein ganz berühmter Satz. Und Anselm Grün sagte dazu: Ja, wir sollten uns vorstellen, wenn wir uns eine Krone aufsetzen und diesen Satz sagen, gerade dann, wenn wir verletzt werden, wenn wir eine schwierige Zeit haben. Ja, wenn sich Menschen wenn Menschen uns nicht gut tun, und da sollen wir uns so wie so eine Krone aufsetzen. Und ja, diesen Satz sagen: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das fand ich heute ganz genial. Ja, wir erleiden teilweise Verfolgung als Christen, Notlagen, ja, in verschiedenen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Das ist ganz extrem. Ja, wir gehören zu den Kindern des Lichts und nicht zu den Kindern der Finsternis. Durch die Taufe haben wir eine Priesterschaft, wir haben eine, wir gehören zu den Königen, wir sind Könige durch die Taufe. Wir haben zwar nicht die Priesterweihe, aber wir dürfen über Gott reden und machen und hier in der Welt verkünden. Ja, ich habe mir gedacht, bei dieser Miss Universum, die ja jetzt sehr oft gezeigt wird, es ist ja auch so, sie hat eine Krone auf dem Haupt und ja, sie präsentiert auch Gott in dieser Welt, denn freundlich, und sie hat Disziplin, sie hat auch eine gewisse Stärke, und ja, sonst hätte sie nicht Miss Universum werden können. Aber das, was ja, das, was wirklich dahinter ist, das wissen wir ja gar nicht, ne? Was diese Frau erleiden muss durch Neid, Eifersucht, Anfeindungen. Ja, sie hat wahrscheinlich Security, aber es gehört eine gewisse Disziplin dazu, das alles durchzuziehen. Ne? Sie ist immer wieder im Blitzgewitter in den Medien, und das ist ja wie ein Haifischbecken. Ja, man zeigt nach außen ein lächelndes Gesicht. Ich kann jetzt nicht in die Kamera lächeln, aber ich habe jetzt Zahnbürste gezogen bekommen habe, oder wie es mir jetzt geht, welche Probleme ich habe. Also die Medien geben uns ein ganz anderes Bild. Aber ja, diese Miss Universum ist mega, und deswegen hat sie eine Krone. Was Besonderes, diese Schönheit, ob es jetzt Mr. Universum, ob es jetzt Mr. Charles, oder ja, der Schönste wird rausgesucht, die Schönste wird rausgesucht. Dieser Mensch, der Gott präsentiert. Auch wenn man nicht diese Schönheit besitzt, es kommt auch auf die innere Schönheit an. Ja, was nützt es mir, wenn ich alles habe und aber ja diese innere Schönheit nicht habe? Aber ja, diese Frauen, die da ausgewählt werden, sind schon etwas Besonderes. Auch diese Männer, die müssen eben etwas repräsentieren. Ja, sie repräsentieren auch die Schöpfung, das Schöpfungswerk Gottes, also dieser Mensch, der von Gott erschaffen ist. Und wenn sich jetzt
als Mr. Universum oder Miss Universum schlecht benehmen würde. Ja, und sie lächelt in die Kamera und sagt, I'm crazy. Und sie muss diese Disziplin haben, Gott zu repräsentieren. Ja, wir gehören zu den Kindern des Lichts und ich finde es wunderbar, wenn Menschen Gott repräsentieren können durch ihre Stärke und durch ihr Dasein. Ja, danken wir Gott für diese wunderbaren Menschen, denn dieser Höllenbewohner, der Feind dieser Welt, hasst diese Schönheit, dieses Grazile, diese Stärke und diese Freundlichkeit. Gott hasst diese Dinge. Nicht Gott hasst diese Dinge, Entschuldigung, sondern der Feind dieser Welt hasst Schönheit und das Wunderbare, was den Menschen ausmacht. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören und wünsche euch auch diese Stärke, die Gott uns gibt und die Zuversicht, ja, dass wir einmal in Gottes Reich sein werden, sein Reich, alles hergestellt werden wird, unsere Gesundheit und ja, unser Gleichgewicht und unsere Stabilität.